Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass du hergefunden hast. Und heute reden wir über den Transfer von Reinhold Ranftl zu Schalke 04. Der Österreicher ist ja gestern offiziell vorgestellt worden. Und ich möchte jetzt in diesem Video den Schalkern oder generell den Fans aus Deutschland den Österreicher auf der rechten Seite im rechten Mittelfeld besser vorstellen. Viel Spaß mit diesem Video und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn euch solche Videos gefallen. Also der Österreicher Reinhold Ranftl wechselt zu Schalke 04. Laut der Bild-Zeitung zahlt Schalke eine Ablösesumme von 700.000 Euro. Das ist jedoch weit unter seinem Marktwert, also 1,5 Millionen Euro ist sein Marktwert. Das heißt, Schalke zahlt hier nur die Hälfte und Ranftl hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Reinhold Ranftl ist Österreicher, 29 Jahre alt, er kommt aus Feldbach in der Steiermark, er ist 1,80 groß, er ist sehr variabel auf der rechten Seite einsetzbar, das heißt, er kann rechter Außenverteidiger spielen, rechts Mittelfeld, aber auch rechter Flügel, wenn es sein muss. Beim LASK hat er das sehr variabel gespielt. Er ist als Nationalspieler, hat schon für Österreich sein Debüt gegeben und er war jetzt beim LASK tätig, wo er auch ein Publikumsliebling war und ein extrem wichtiger Spieler auf der rechten Seite. Ranftl hat früher bei Sturm Graz gespielt, aber auch Wiener Neustadt sowie TSV Hartberg und ist damals 2015 von Wiener Neustadt zum LASK gewechselt, also er spielt schon einige Jahre beim LASK und wie ich schon vorher erwähnt habe, ist er dort ein sehr beliebter Spieler gewesen. Er hatte mit dem LASK jetzt auch schon Europa League gespielt gegen sehr große Kaliber wie unter anderem Tottenham, wo er auch sehr gute Leistungen erbracht hat. Er hat halt auch perfekt ins System der Linzer gepasst, denn mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Ausdauer ist er einfach perfekt für die rechte Seite. Ich habe schon etwas angeteasert, aber reden wir mal über die Stärken von Reinhold Ranftl. Wie ich schon erwähnt habe, dass das auf der rechten Seite sehr variabel rauf und runter laufen kann, ist, hat eine extrem gute Ausdauer, er ist auch relativ schnell, er kämpft um jeden Ball, das hat ihn ja auch so beliebt gemacht, die Linz, und er ist einfach jemand, der einfach der Mannschaft nicht schadet. Er ist ein Teamspieler, er bringt auch gute Flanken in den Strafraum, aber hilft auch hinten nicht. Das heißt, glaube ich, auch jemand, der perfekt wäre für die zweite Bundesliga. Und da kommen wir auch schon zur Überleitung zu Schalke 04, denn natürlich, Schalke muss sich jetzt vorbereiten auf die zweite Bundesliga und mit Reinhold Ranftl haben sie dafür, glaube ich, einen sehr guten Spieler geholt, denn aus meiner Erfahrung als Österreicher, der ihn ja auch die ganze Bundesliga-Saison gesehen hat und schon länger beobachtet, ist er einfach jemand, der da gut passt. Ich glaube, mit seinem kämpferischen Stil ist er genau der Richtige für Schalke und genau das, was Schalke in letzter Zeit sehr vermissen hat lassen, nämlich Kampf, und auf der rechten Seite braucht er sowieso mal wieder einen guten Rechtsverteidiger bei Schalke, der vielleicht auch noch offensiv was kann. Und da ist Reinhold Ranftl auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Lösung. Ich muss auch persönlich sagen, mir gefällt, wie Schalke mittlerweile die Transfers durchführt, sehr, sehr ruhig, nicht mit viel Drama im Hintergrund oder viel Aufmerksamkeit. Auch ein Simon Terodde, der ist ziemlich klang- und heimlos da gewechselt. Auch ein Reinhold Ranftl jetzt, auch der holländische Verteidiger, glaube ich, war es. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Den habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen, aber Schalke hat sich auf jeden Fall sehr gut verstärkt und vielleicht wird noch was kommen. Vielleicht hat man bei Schalke jetzt wirklich gemerkt, dass ein Neuanfang wichtig wäre, vor allem mit Spielern, die sich mit dem Verein identifizieren und für den Verein alles geben werden. Ich glaube, das werden die Fans auch sehr schätzen, wenn das passieren würde. Aber schreibt mal gerne eure Meinung zu diesem Transfer in die Kommentare rein. Glaubt ihr, dass ein Reinhold Ranftl die Schalker Defensive oder rechte Seite verbessern wird? Oder seid ihr anderer Meinung? Bitte alles gerne sachlich in die Kommentare schreiben. Ich diskutiere wie immer gerne mit. Ihr könnt das Video auch gerne bewerten, wenn ihr wollt. Und natürlich auch den Kanal abonnieren, wenn ihr mehr Contents sehen wollt. Wir hören uns beim nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag, bis bald und ciao.